Das ist jetzt natürlich klar im Vorteil. Jetzt können sie den Ball hinten durchlaufen lassen. Servet muss reagieren. Natürlich von Anfang an im Spiel noch in so immens wichtig, aber Servet muss jetzt natürlich auch reagieren. Rotwies kann es jetzt mal locker angehen. Was natürlich Schart in so einem Europacup ziemlich vereinfacht. Ja, jetzt rund 5 Minuten schon gespielt. Was denkst du, Patrick? Was denkst du, Patrick, welche Rolle spielt der Raphael Steffen, der Captain von Rotwies Wettigen? In dem Spiel heute, was hat er für Aufgabe? Er ist ein immens wichtiger Stütz für Rotwies Wettigen, das wissen wir beide, oder? Das ist ja so, ja, natürlich. Der Raphael Steffen ist erstens mal ein erfahrener Spieler, zweitens auch ein aggressiver Leader auf dem Platz. Seine Aufgabe ist sicher hinten absichern. Ich glaube, seine Aufgabe für ihn ist nicht allzu gross. Da hat es andere Teamstützen, aber
vor allem auch die Erfahrung reinbringen, die Ruhe reinbringen, spielt, die Leute motivieren, die Leute einfach mal zu bremsen, wenn sie übermotiviert sind. Da ist der Raphael Steffen natürlich absolut der Mann dafür. Ja, ich denke, er ist auch einer der Ältesten. Er hat natürlich auch die Routine. Es ist wirklich ein sehr junges Team, das wir hier auf Platz haben. Ich sage jetzt mal so Durchschnittsalter 24. Und da sticht, ja, er, mit 24, sticht er mit seinen 28 Jahren natürlich ein bisschen raus. Ich gehe natürlich jetzt auch an den Brüder, der Niki, der da ist. Darf man nicht vergessen, er ist natürlich ein Jahr älter. Er war schon lange in Deutschland, gewesen, genau. Ist jetzt natürlich auch wieder da. Die Steffen Brothers. So, jetzt Servet im Angriff. Und Wettigen probiert hinten raus kombinieren. Ja, man sieht es, Servet muss natürlich jetzt reagieren, sie spielt auf Druck. Das heisst, die Stürmer greifen aktiv an auf den Verteidiger. Aber sensationell böse von Manuel Keller, der hier den Ball ablässt und dann natürlich auch umschaltet. Und jetzt macht auch Rot-Weiß Druck. Sieht es Nummer 8, der relativ aggressiv vor drauf geht. Servet löst aber das mit einem gekonnten Schlenzball. Schlenzball über die erste Linie. Und dann geht es natürlich hin Platz. Ja, das ist ein Stockschlag, ganz klar. Sauber vorne hinten abgewehrt, ist immer wichtig im Schusskreis. Keine kurze Ecke verursachen. Und Rot-Weiss ist schon wieder im Besitz vom Ball. Der Jan Hödli verlagert das Spiel nach außen. Ja, und an dieser Stelle werden wir natürlich auch einen Gruß rausschicken auf Bordeaux mit unserer Damenmannschaft. Die steht am Damen-EC vertreten. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass sie das erste Spiel gegen HC Olten gewonnen haben. Also da natürlich einen Gruß an die Damen und herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg und einen tollen weiteren EC wünschen wir. Kann ich mich noch anschliessen? Ja, mittlerweile das Wetter da ein Lichtzügig. Licht im Umbruch. Könnte noch das ein oder andere Gewitterwölche geben hier im Wettigen. Aber für die Spieler natürlich optimal, wenn es nicht allzu heiß ist. Ich denke aber, da sind die Damen in Porto wahrscheinlich besser bedient. In Bordeaux. In Bordeaux. So, jetzt hier im Bild haben wir den Raffi Steffen, wie vorher angetönt, der Captain von dieser Mannschaft.
Und man sieht auch, dass er am Spielaufbau sehr stark beteiligt ist, von hinten raus. So, wir sehen da gerade aus unserer Kommentatorenkabine, da jetzt also diverse Klassiker auf der Bernau da. Also auch die alte Garde ist wieder da vertreten. Wirklich, das Publikum tobt ab dem Spiel. Ja, es ist eine heisse Stimmung da. Es ist eine absolut heisse Stimmung. Schon fast eine Bombenstimmung. Manuel Keller am Ball, natürlich sensationelle Technik, die der Junge hat. Bringt den Ball in den Kreis, den kann er leider nicht verwertet werden. Ja, was man natürlich auch muss sagen, ist das Trainer-Trio, wo Rot-Weiss Wettigen jetzt diese Saison hat, das ist natürlich sensationell. Das ist Creme de la Creme. Ja, das ist wirklich erstklassig. Absolut. Mit dem Benny Steimen und mit dem Peter Fischbach. Und natürlich Head Coach Cudi Müller. Die Legende. Ja, das ist natürlich Sonderklasse für sich. Und da erwarten wir natürlich auch entsprechend etwas von dieser jungen Mannschaft. Mal schauen, ob die Jungs davon profitieren können. Und einen zu vergessen natürlich Physio, der Roger Wendelspiess und der Marc Becker. Leute, die im Hintergrund arbeiten, aber die sehr wichtig sind. Ich denke, die ein oder andere Massage wird es brauchen an diesem Wochenende. Schon nach dem ersten Spiel nehme ich jetzt mal an, ja. Rot ist hier mit einem relativ leichten Ballverlust im Mittelfeld. Ist natürlich bitter, wenn man so den Ball verliert hat, nachdem wir so einfach können aufbauen. Ja, vielleicht noch kurz das Resultat aus der Nationalliga. Von diesen Partien hier, Servette gegen Rot-Weiss. Vielleicht auch noch so Statistik rein. Am 21. September hat Rot-Weiss in Genf gespielt. Da hat es einen 3-2 Sieg gegeben für Rot-Weiss Wettigen. Und nachher ist dann am 26. April, also vor knapp wirklich genau einem Monat, ist dann auf der Bernau zu und losgegangen, Rot-Weiss gegen Genf. Und da hat es 2-2 gegeben. Und Rot-Weiss hat die Partie im Penaltyschiessen mit 2-0 können entscheiden. Also ja, ein also Kompliment auch an meinen Co-Kommentator, sensationell, wie sich der Junge vorbereitet hat auf das Spiel. Ja, ich nehme meinen Job natürlich ernst und informiere mich auch. Smartphone sei Dank.
technisch sehr, sehr schön gemacht, die Aktion von Mathieu Gisè. Sonst, was meinst du zum Spiel? Momentan ein bisschen Abtasten wiederum. Ich denke auch, es ist noch nichts Highlight, das wir uns erwartet haben, uns erhofft haben. Aber ich denke, es ist natürlich auch für beide Mannschaften das erste Spiel und da will man noch nicht Vollgas reingehen. Aber ich denke, wir können mit dem bisherigen Spielverlauf wirklich zufrieden sein. Rot-Weiss führt 1-0, das ist wichtig. Und es bleibt natürlich spannend. Mit einem Goal Differenz. Ja, definitiv. Man muss auch bedenken, dass im Europacup-Modus auch der Verlierer kann Punkte mitnehmen. Das heisst, wenn man mit 2 Goal oder weniger Differenz ein Spiel verliert, nimmt man trotzdem noch Punkte aus dem Spiel mit. Und das kann natürlich in der Endabrechnung auch sehr, sehr wichtig sein. Ja, Rot-Weiss und Servette im Pool B spielen sie mit einer Mannschaft aus Wales und aus Tschechien. Ich denke auch, da können wir uns freuen auf interessante Partien jetzt am Samstag, Sonntag. Ja, definitiv. Vorher war die Partie Wales, also Cardiff gegen Prag und die war ziemlich physisch gewesen. Also die Waliser sind sicher fit. Die mögen 70 Minuten durchrennen. Das wird sicher noch ein Knackpunkt sein bei Rot-Weiss. Mal schauen, ob sie auch mithalten mögen. Die Spieler mögen sicher mithalten, aber ob dann die Jungs von Rot-Weiss auch so parat sind, wie sie müssen sein, im Spiel gegen Cardiff, werden wir sehen. Ja, sie haben sich auch konditionell vorbereitet mit ihrem Training beim Giovanni. Aber ob es lange, das werden wir im Verlauf der nächsten Tage sehen. Was denkst du, Patrick, wer ist dein Favorit an diesem Wochenende? Ja, schwierig jetzt vom Anfang des Teams schon zu beurteilen. Sicher Rot-Weiss mit dem Heimvorteil, das ist sicher vieles möglich. Das ist sicher die Motivation höher von den eigenen Leuten. Man sieht, Bernau ist voll, die ist voll gepumpt. Da hat fast nicht mehr Platz, wenn ich da raus schaue. Nein, ein paar Leute haben natürlich schon noch Platz, aber da sehen wir auch gerade viele Erler im Bild. Die erste Legende wurde gesichtet. Ja, wenn man natürlich das Trainer-Trio noch würde, Philipp Keller würde abschliessen, dann hätte man natürlich wirklich... Philipp Keller ist natürlich... Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich mich noch ein deutscher Versprecher. Wenn man das natürlich zu den Philipp Erler noch abschliessen, dann hätte man wirklich Creme de la Creme, oder? Aber schön auch ihn zu sehen, immer wieder an diesen Anlässen, die Legenden von Rot-Weiss Wettingen. Ja, morgen am Samstag spielt dann Rot-Weiss Wettingen gegen Prag. Um 16:45. Ich denke, das wird dann auch nochmal ein sehr interessanter Match. Und am Sonntag steht dann Cardiff auf dem Programm von Rot-Weiss Wettingen. Rot-Weiss hat sich ein bisschen zurückgezogen im Angriff. Man sieht, dass sie gehen nicht mehr so aggressiv drauf wie am Anfang. Muss natürlich auch nicht mehr sein. Wir haben mal eins geholt, jetzt muss Servet ein bisschen kommen. Das sind natürlich die bitteren Ballverluste im Mittelfeld. Die dürfen natürlich nicht passieren. Ja, auf so einem Niveau ist das natürlich
nicht erlaubt eigentlich, solche Ballverluste in der 22er Mittelfeldzone. Aber wie wir gerade gesehen haben, ist es auf beiden Seiten passiert, von dem her hat sich das wieder ausgeglichen. Schön so, abgelesen. Ja. Wieder auf dem, vom Captain Raphael Steffen kann da den Gegenangriff einleiten. Muss sich ins Tempo rausgenommen werden. Schön Backhand angenommen. Von Manuel Keller. Von richtig gesehen, nein, Jan Hödle. Und jetzt drückt Rot-Weiss. Nach vorne. Ja, ein Abschluss von Silvan Steimer, kein Bombenschuss, aber man kann es probieren, auf jeden Fall. Goal überraschen, kann immer einen reinfallen. Rot-Weiss schon wieder im Ballbesitz, spielt wieder gekonnt hinten rum und sucht Lücken gegen den Kreis rein. Oh, Yves Moral mit einer schönen Täuschung. Rookie of the Year. Gewählt wurde vor ein paar Wochen. War der erste Swiss-Hockey Gala. Sensationell gemacht. Und Rotis bringt den Ball in den Kreis rein. Könnt ihr etwas daraus holen? Ja, das sind nicht ganz alle der Meinung vom Schiedsrichter. Absolut nicht, wie man ab der Reaktionen gehört von der Tribüne. Da oben aber die tobt schon fast, wenn ich drüber schaue. Die tobt. Ja, es ist wirklich eine gute Stimmung, muss ich sagen. Mittlerweile dürfen wir auch keine Leute mehr aufladen auf der Tribüne. Ja, wegen Einstossgefahr auf der Garderobe oben, das ist natürlich. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen für Rotes Wettigen. Wirklich auch einen herzlichen Dank an die Organisatoren von diesem Turnier. Es ist immer vieles, was im Hintergrund passiert und vieles dann auch selbstverständlich für die da sind. Aber das ist ganz viel Arbeit im Hintergrund, wo man auch muss wertschätzen, dass das alles so reibungslos da funktioniert. Rot-Weiss zieht sich wieder zurück. Da kann man ein Kräfte sparen, ein paar Minuten. Ein paar Angriffe. Ein bisschen defensiv angehen. Die Genfer mal machen lassen, mal ein bisschen Fehler provozieren. Kann durchaus eine Lösung sein. Oh, ein schöner Vorstoß. Und das ist das Goal von Jan Hödle. Wiederum hat er ganz sensationell gemacht. Ja, das Nummer 8 trifft, he? Wunderbar. Wir sehen hier, es gibt einen Querpass. Ja, da hätte er super können verwerten. Und jetzt steht das 2-0 für Rotis Wettigen. 10 Minuten vor Schluss von der ersten Halbzeit. Natürlich ein wichtiger Treffer.
So, und wir entschuldigen uns für die Regie, auch da wir natürlich 2-0 geführt für Rote Sättigen. Er hat gerade wieder ein technisches Problem gehabt, es kann vorkommen. Aber wir sind jetzt wieder live drauf. 2-0, Rote Sättigen gegen Genf. Ja, und du hast mich vorher gelobt, dass ich da aus dem Statistik-Kämmerli etwas gesagt habe. Ich habe eine wahnsinnige Zahl entdeckt. Rotis Wettigen 73 Goal geschossen und 17 Goal nur bekommen. In der laufenden Saison. Das ist wahnsinnig, oder? Absolut. Das spricht wirklich für die Offensive von Rotis Wettigen und auch natürlich für die Defensive. Ja, die Defensive natürlich mit dem krönenden Abschluss hinten. Mit dem Michi Käufer, der ist eine Wand, die dort im Goal steht. Ja, und natürlich auch der Ersatzgoalie, der Joel Schüppbach, darf man nicht vergessen. Ja, der ist wichtig, der brennt natürlich auf der Bank, aber ich glaube, der unterstützt den Käufer, wo er kann. Und wenn der Käufer wieder ausfällt, dann ist der sicher da, ist bereit. Ja, ich denke auch für die Mannschaft. Auch nebenbürgiger Ersatz. Wichtig zu wissen, dass die Mannschaft im allfälligen Ausfall vom Ausfall. Nummer 1 auch genau. Eine gute Nummer 2 hinterher hat. Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt, der Joel Schüppbach am vergangenen Wochenende. Spielt am Herren 2. Genau. Hat dort gegen Luzern und vor allem gegen den HC Wettigen können brillieren. Und jetzt haben wir eine Chance fast verpasst. Eine Top-Chance gehabt vom Krieg Angst. Da die Rückhand, die er leider verzieht. Man sieht auch, er ärgert sich auch, verrührt die Hände auf dem Spielplatz. Ja, er ist natürlich auch der geborene Stürmer. Ja, er ist natürlich gefährlich, der Christian Angst. Wenn man ihm den Ball vorne im Schusskreis gibt, dann wird es brenzlig. Das kennen wir von ihm. Und umso mehr ärgert er sich, wenn es natürlich nicht klappt. So, jetzt nochmal Genf. Ist gefährlich in den Schusskreis reingekommen, ist aber hoch abpfiffen worden. Gefährlich bei uns. Wirklich für Rotis. Ja, es ist natürlich wichtig, wenn Rot-Weiss jetzt den Vorsprung von 2-0 in Pause reinnehmen kann. Allenfalls sogar noch erhöhen. Macht auch psychisch einiges aus. Und wenn es Servet nochmal mit einem Anschluss treffen. Sicher keinen mehr bekommen für die Pause, ist wichtig. Das ist genau so. Ja, und was schon auch speziell ist, die Kulissen, die wir hier sehen, in Wettigen mit diesen Häusern hinterher, das ist natürlich einmalig. In der Hockeywelt von der Hockeywelt von der Schweiz. So schön einpflanzt ins Quartier da. Top integriert. Gibt es natürlich auch die einen oder anderen Beobachter da, die auf dem Balkon zuschauen. Müssen wir eigentlich Geld verlangen. Ganz korrekt gesehen, aber eins nicht alles. Mitglieder von der Rotis Familie. Servet spielt aber relativ ruhig, he? Für das, dass 2-0 hinten rein sind. Also man merkt, die sind immer noch sicher, die spielen hinten rum, die haben überhaupt keine Hektik. Ja, ich würde jetzt eigentlich auch, gerade wie er es gemacht hat, auch mal versuchen mit Schlenzball vorzudringen. Aber auch da sehen wir, Rot-Weiss steht hinten gut. Ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt auch vorher erwähnt haben. Es ist schwierig für Servet wirklich vor das Goal zu kommen.
Ja, das ist so. Natürlich, Rodis ist auch erfahren genug in diesem Spiel. Sie können auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen, auch mal defensiv spielen. Gut, Da kommt der Erik Ernst leider nebenan, da wäre natürlich brandgefährlich geworden in Form. Da hätte man den Silvan Steimer gebraucht, der mit seiner Sprint-Qualität. Wir sehen jetzt hier im Mittelsturm ist auch eingesetzt worden Florian Schneider, er ist ja der MVP vom letzten Wochenende. Ja, das heisst, wie viel Goal hat er gemacht in Lugano? 3, glaube ich. Es müssen 3 gewesen sein. Ja, ich tue das gerade. Statistisch kann ich das bestätigen. Es sind 3 Goal gewesen, die er geschossen hat. Ja. Sicher enorm wichtig, dass er auch wieder zurück ist. Hier auf ein wichtiges Event. Der ja, lange Zeit jetzt abwesend war, aus militärischen Gründen. Und natürlich auch der Benjamin Messerli, der Eckenschlenzer Nummer 1. Wir haben das in der 1-2 Niederlage gegen Luzern. Da haben wir relativ viele Ecken gehabt. Rotis Wettigen hat die leider nicht können nutzen. Und da haben wir gemerkt, wie wichtig dass der Benni eigentlich ist für die Mannschaft. Ein guter Eckenschlenzer ist gerade, wenn man jetzt natürlich Gold wird. Der kann auch ein enges Spiel mal entscheiden. Ja, es war wirklich extrem gewesen. Die Partie gegen Luzern. Wir hatten da wirklich etwa 10 kurze Ecken gehabt, die Rotis nicht können verwerten konnte. Und wenn man nachher schaut, dass Rotis 2-1 verloren hat, muss man sich natürlich schon ein bisschen hinterfragen. Das ist so. Die Auswertung von der kurzen Ecke war überhaupt nicht glänzend am Samstag gegen Luzern. Kann man so sagen, aber ich war ja gestern am Morgen schon hier auf der Bernau, um mich auf den Kommentatoreneinsatz vorzubereiten. Und ich muss also sagen, ich habe schon ein paar Jungs am Ecken trainieren gesehen. Also die sind also gestern Morgen in der Früh schon da gestanden. Die wissen, dass sie noch etwas trainieren und der Wille ist also da. Ja, ich denke auch der Kudi Müller hat natürlich auch gesagt, hat da den Tarif durchgegeben und erkennt, wo die Schwächen gegen Luzern gelegen sind. Es freut mich natürlich auch, dass du wirklich so motiviert bist. Absolut. Nein, wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. Richtig. Und jetzt Servet noch mal mit der letzten Chance. Bringt den Ball in den Kreis und da und haben wir den Anschlusstreffer. Das ist es, jawohl. Ein hergeschlagener Ball in den Kreis rein und dort kommt es zum Stecher. Da ist der Keeper von Rotis Wettigen ein bisschen überrascht worden. Und natürlich brutal wichtig für Servet. Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Genau das, was eigentlich Rotis wollte verhindern. So kurz vor der Pause, eine Minute vor der Pause, noch einen Anschlusstreffer zu bekommen. Der gibt natürlich Mut für Servet. Ja, wenn ich es richtig sehe, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das Nummer 20 gewesen. Vom Nicolas Collard. Der hätte können zum 2-2 verkürzen. Ja, genau das, was wir uns eigentlich nicht erhofft haben, jetzt so kurz vor der Pause, noch der 2-2 Anschlusstreffer. Und jetzt wäre auch unsere Regie gefordert, noch kurz, um das Resultat auch optisch noch oben anzuführen. Dass wir auch statistisch richtig und korrekt in die Halbzeitpause gehen. Ja, ich würde sagen, wir haben eine gute erste Halbzeit gesehen. Ja, ich denke es auch, ja. Wir haben eine gute erste Halbzeit gesehen. 3 Goal kann man sich nicht beklagen. Im Feldhockey ist sicher ja, und da interessant gewesen. Es gibt auch Applaus von der Tribüne. Absolut. Ich weiß nicht, ob sie das zuhause vor dem Fernsehen miterleben können, aber da Gänsehautstimmung. Gänsehaut, absolut. Ja, ja. Die Bernau, die tobt, die kocht, die brodelt. Ja. Auch wir zwei sind völlig mitgerissen von diesem Spiel.
Ja, und vielleicht noch kurz Werbung in eigener Sache. Am 3. bis am 5. Juli 2015 findet am Wettigenfest 2015 natürlich die legendäre Rot-Weiss-Bar statt. Da haben wir vom Freitag bis am Sonntag Rot-Weiss vertreten. Und wir freuen uns natürlich auf jeden, der vorbeikommt. Auch das, wie auch der EC hier auf der Bernau, jederzeit ein Besuch wert. Jawohl, und es gibt natürlich auch beim Wettigenfest einen Livestream. Absolut, einfach nur im Zelt. Genau. Wir wünschen eine gute Pause und melden uns in ein paar Minuten wieder zurück. So, und da sind wir rechtzeitig zurück auf den Abpfiff hier im Bernau WO in Wettigen. Und erwartet ein Pack in die zweite Halbzeit. Ja, rechtzeitig haben wir es geschafft und Sebet geht offensiv rein. Ja, und wir sind jetzt auch schon unten. Und es hat wirklich einige so Zuschauer. Absolut, hier noch fast mehr als oben. Also hinten draussen auf der Bernau, wer die kennt. Hin auf der Wiese, die ist wirklich gut gefüllt. Das ist natürlich für die Jungs auch schön, so einer Kulisse mal zu spielen. Das gibt es nicht viel im Jahr. Auch extra das Zelt aufgestellt. Genau. Für die Schlechtwetterprognose. Schlechtwetter, Schrägstrich Party nach dem Spiel. Ja, das kann man natürlich auch so sagen. Ja, und da gerade oben auf der Tribüne haben wir auch Vertreter von der Cardiff-Mannschaft, die am Filmen ist. Die sind sich natürlich auch akribisch am Vorbereiten. Ja, natürlich. Die dürfen natürlich Rot-Weiss wie auch Servet nicht unterschätzen und das machen sie auch nicht. Und das gehört ja heutzutage im Hockey schon fast zum Standard, dass man Mannschaften filmt. Ja, bei der Livestream, oder? Das ist Standard heutzutage und also, das ist auch gut so. Obwohl der Livestream natürlich schon noch professioneller ist, muss man sagen. Ja, und auch eine gewisse Qualität an den Tag legt, darf man so sagen. Da haben wir natürlich mit swissport.tv auch eine gute Partnerschaft ist mir da eingegangen, absolut top. Darf man auch mal erwähnen. So, und Rot-Weiss ist wieder am Drücker. Die gesamte Mannschaft, man sieht hier, sogar die zwei Innenverteidiger stehen am 22er, probiert den Druck aufzusetzen. Muss natürlich auch Silber für Rot-Weiss setzen, möglichst schnell das 3-1 nachlegen. Ja, ich denke, das ist absolut so. Wenn es natürlich sehr wird, noch den Ausgleich schiessen, dann ist die Partie noch mal völlig offen. Und wir sind dann natürlich auch in Partei und hoffen, dass Rot-Weiss jetzt das 3-2 kann schiessen. Das soll auch erlaubt sein. Rein aus dem Grund, weil mein Deutsch einfach besser ist als Französisch. Ja, vielleicht kannst du auch noch eine kurze Ansage machen auf Französisch für unsere französischen Gäste. Das können wir natürlich absolut probieren. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ja, bonjour. Tout le monde. Les dames et les messieurs de Genève. Hein? Oui, elle est tout le Suisse romand. Bienvenue chez Wettingen à la Bernabeu. Hein? Oui, c'est ça. Ja.
So viel zu unseren Französischkenntnissen. Wir konzentrieren uns lieber wieder auf den Match. Und der Raffi Steffen löst wieder einen Angriff aus, wo aber in einem Abschlag endet. In einem Abschlag endet, jawohl. Der Rio organisiert sich da gerade. Probiert wieder die Schellingen einzunehmen. Positionen. Und mit einem schönen langen Ball in die Spitze führen. Und holt sich da auch den Freischlag am Kreis raus. Schön gemacht von Nummer 14 von Yves Morin, wo der den Ball noch am Servetien am Fuß anspitzte. Rot-Weiss ist wieder im Ballbesitz, kann sich ihr Spiel wieder aufbauen. Da wird es gefährlich für Rot-Weiss. Eine sehr, sehr gefährliche Aktion hier im eigenen Kreis hinten. Wo man am Servetien einfach zu viel Platz lässt und dann ist das ziemlich alt aus. Zum Glück für Rot-Weiss können sie die Chance nicht nutzen. Ja, aber jetzt doch Servet am Drucker. Leider von unserer Kamera nicht eingefangen, aber der Ball segnet uns aus. Da werden teilweise vulgäre Sachen gefordert vom Publikum, aber das wollen wir jetzt hier nicht wiederholen. Oh, da schlägt er über den Ball. Ein guter Ball. Guter Ball und da schläft Rot-Weiss defensiv natürlich. Der Köpfe muss da die Leute auch ein bisschen, der Michi Köpfe, der Goalie, muss da die Leute auch ein bisschen, seine Vorderleute auch wieder ein aufwecken. Ja, er ist natürlich auch zuständig, dass die Abstimmung hinter stimmt. Und in dem Moment hat sie definitiv nicht gestimmt. Ich glaube, die Jungs sind noch ein bisschen in der Pause. Wir hoffen, sie sind jetzt wach. Ja, das Spiel geht eigentlich so weiter, wie wir es in etwa der ersten Halbzeit gesehen haben. Ich denke, mit einem leichten, mit einer leichten Überhand von Servet Genf. Sie müssen natürlich jetzt auch. Rot-Weiss kann sich ein bisschen entspannen. Sie sind noch voraus. Sie haben nicht ein Riesenpolster, wo man natürlich auch aufpassen kann, auch immer wieder auf die andere Seite kippen, aber momentan ist natürlich Rot-Weiss noch ein Vorteil. Servet muss kommen. Sie müssen die Räume öffnen. Sie könnten es natürlich auch mit ihren schnellen Stürmen, wie man hier sieht. Oh. Und da wird es brandgefährlich, aber der Michi Köpfer mit einem absoluten Big Save natürlich. Und da wird eine kurze gefordert und sie wird auch geben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es eine kurze gibt oder sogar ein Penalty. Nein, es gibt eine kurze Ecke. Ja, der Raphael Steffen ist am Diskutieren, bringt natürlich absolut nichts. Der Schiedsrichter wird seine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Aber die erste Chance natürlich sensationell gehabt von Michael Käufler.
Ja, vor allem auch die zweite Abwehr mit dem Stock. Sensationell. Und jetzt wird es natürlich heiß. Ja, das ist meines Erachtens die erste kurze Ecke vom Spiel. Ich würde das auch so beurteilen, jawohl. Mal schauen, was da wir sind gespannt. Sehr Genf auspackt. Sie haben natürlich mit dem Gisa und mit dem Lagaretta zwei optimale Schützen. Obwohl ich jetzt muss sagen, der Schuss ist definitiv nicht optimal gelungen, aber für mich da der rot-weiß Keeper ziemlich auf dem falschen Fuß. Ja. Ja, bitte das Goal. Definitiv kein guter Schuss gewesen, aber Goal ist Goal. Es steht 2-2. Ich frage mich gerade, ob der Abwehrspieler auf der Linie den hätte sollen haben. Er ist natürlich auf der linken Seite, weil absolut rechte nicht. Seite ist Köfe. Das ist Goalie-Ecke durch und durch. Stockseite. Der muss den Michi haben. Den hat er auch. 9 von 10 Mal, da ärgert er sich auch. Das können sie leider hier vor dem Fernsehen nicht mitverfolgen. Wir sehen sich da. Wir sehen den Michi, wie er sich da verkrampft im Goal hinten. Der weiss genau. Normalerweise hat er den. Ja, jetzt heisst es reagieren für Rot-Weiss. Jetzt ist die Situation vorbei, wo man im Vorteil war. Wo man sehr ein bisschen machen lassen und spielen lassen. Jetzt heisst es wieder reagieren. Und jetzt sind die Jungs natürlich auch gefordert. Ja, jetzt muss der Rotis aufpassen. Ja, sie haben den Anfang von dieser zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ein bisschen verschlafen. Sie haben sich ein bisschen zu fest auf ihre 2-1-Führung verloren. Ja. Da hat der Niki Steffen natürlich den Druck da seinen Körper rein, der weiss genau. Nicht viele in der Schweiz können gegen seine 100 Kilo Masse etwas ausmachen. Und ja, man sagt ja auch, er hat Schultern wie ein Schwimmer. Das ist natürlich schon. Er kann mit seinem Körper vieles erreichen, sage ich mal, im Zweikampf. Und hat das da auch entsprechend eingesetzt, zugunsten von Rotis Oettingen. Aber sehr weit kommt bereits mit dem nächsten Angriff. Ja, ich nehme jetzt Wunder, was, wie Rotis reagiert. Ja, weil momentan liegt die Oberhand absolut bei Servette. Also die drücken da, die schmecken da ihre Chancen wieder. Die glauben dran und die Rot-Weiss ist momentan ein bisschen defensiv. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Spielberuhigung kommen für Rot-Weiss, mal wieder Spiel aufbauen. Ich sehe da gerade weitere Legenden auf den Bernauer. Ja. Der Roland Graf. Ehemaliger Eisspieler, der hat weit über 100 Spiele im Herren Eis gemacht. Auch international tätig. Auch international tätig sein, absolut. Und auch er zeigt sich da an diesem wundervollen Tag auf der Bernau. Ja, er ist kritisch natürlich auch ein bisschen jetzt wegen dem 2-2 Treffer. Absolut, wir können die Kritik verstehen, wir sehen sie genau gleich. Aber es ist natürlich auch immer schwierig für einen Goalie. Da kann er eigentlich wirklich den ganzen Match
gut haben und eine gute Leistung bringen und dann... Absolut, hat er auch gemacht bisher, muss man also auch betonen. Das ist... Beim Goalie geht einer in die Hose und dann ist natürlich... ja, und kurze Ecke ist natürlich immer schwierig für den Goalie, der muss reagieren. Und wenn wirklich mal ein Schuss aufs Goal kommt, dann... Ich nehme ihn auch an, also er hat natürlich auch mit einem Schlenz oder mit einem Schuss gerechnet und was rausgekommen ist... Ist alles andere als ein Schlenz oder ein Schuss gewesen. Und man sieht hier aber, Marco Michel bekommt die grüne Karte. Er muss jetzt raus, unbestimmt. Nein, grüne Karte ist 2 Minuten. Und eine weitere kurze Ecke. Jetzt wieder eine kurze Ecke, ist natürlich heiß. Heiße Phase jetzt für Rot-Weiss. Gerade in dieser kleineren Schwächenphase, die sie hier haben. Es wäre natürlich bitter, wenn man jetzt hier 3-2 kassieren würde. Man sieht hier, Michael Käufler gibt die Taktik vor für die Ausführung von dieser kurzen Ecke auf der defensiven Ebene. Oh. Sehr schön abgelaufen von der Nummer 19, Tome Messerli. Ist jetzt auch überrascht, dass es eine Wiederholung gibt. Habe ich jetzt auch nicht ganz so gesehen. Aber anscheinend hat er den Ball am Körper gehabt. So, und der hat natürlich den Michael Käufler souverän abgewehrt. Da tankt er natürlich auch wieder Selbstvertrauen. Das ist wichtig für ihn. Kann den Ball ins Auge spedieren und somit gibt es wieder Ballbesitz für Servet. Michael Käufler macht das technisch souverän. Absolut gute Junge, was der technisch drauf hat. Ah, und da wieder gehalten. Provoziert hier ein kleines Foul. Stockdämpfli. So, und jetzt ist, denke ich, Zeit für Rot-Weiss da, um den dritten Treffer anzustreben. Wiederum der Mario Keller da am Stock, sackstark, was der Junge da natürlich technisch kann. Ja, kurz vor dem Kreisholder den Fuss. Foul raus, Freischlag schnell ausgeführt, führt zu nichts und servet im Gegenschluss. Straf in 5 Sekunden von Marco Michel ab. Man merkt es eigentlich gar nicht gross, dass Rot-Weiss mit einmal weniger spielt. Nein, Servet war gerade in einer Defensivphase. Marco Michel jetzt wieder im Spiel. Ja, Rot-Weiss hat die Strafe gut überstanden. Ohne auch einen absoluten Schlüsselspieler, Marco Michel. Technisch natürlich brillant und enorm wichtig. Ja, und Rot-Weiss kann sich jetzt wieder ein bisschen staffeln, kann wieder ein bisschen aufstellen. Verteidiger stehen wieder richtig, Spiel wird wieder breit gemacht. Und wie ich eben gerade gesagt habe, der Mann von der Strafbank direkt wieder vor in den Kreis. Marco Michel am Ball im Strafraum und schon wird es brandgefährlich. Und Rot-Weiss bleibt im Angriff. Es wird eine kurze Ecke gefordert von Rot-Weiss Wettigen. Ja, es hat hier eine Ablenkung gegeben vom Servitier-Spieler. Und der Ball ist als gefährlich gewertet worden von den wettigen Spielern, von den Schiedsrichter allerdings nicht. Spiel auf Twitter, Niki Steffen am Ball im Schusskreis inne. Ah! Oh. Rot-Weiss kann sich im Kreis. Leider nicht behaupten. Leider nicht behaupten. Ich kann fast schon mit einer kurzen Ecke.
gerechnet darum mein kurzer Aufschrei, aber oh, und da der Balljunge kommt noch ins Spielfeld rein. Und Rot-Weiss muss wieder von hinten raus tanken. Noch 16 Minuten bleibt Rot-Weiss übrig, um den Siegestreffer oder den Führungstreffer, sagen wir mal, anzustreben. Zuerst mal den Führungstreffer, aber sicher wichtig für Rot-Weiss, dass sich jetzt ein bisschen aus dieser kleine verklemmte Art aus vorgegangen haben, ein bisschen daraus können lösen. Also sie sind wirklich nach der Halbzeit nicht gut gestartet. Jetzt kommen sie langsam ins Spiel, man merkt, es braucht halt ein paar gute Aktionen. Es ist natürlich auch vieles psychisch. Servet hat jetzt zwei absolut, aber machen. Ich muss auch wieder sagen, das Publikum da oben bringt natürlich auch den Teil dazu, dass das tobt da oben. Ich weiss nicht, ob sie es zuhause hören am Bildschirm, aber da oben tobt es wirklich. Ja. Da brennt es. Wir verstehen uns aber fast selber nicht. Ja, wir müssen wirklich ein bisschen laut reden. Das ist wirklich, also die Tribuna ist voll. Wirklich, die Stimmung ist top auf der Bern auch jedes Jahr. Ja, es ist ja schon letztes Mal in der Halle, wo wir kommentiert haben, war das natürlich eine Bombenstimmung im Tegerhardt. Bombastisch. Und jetzt, wo wir da wirklich auf dem Heimplatz kommen, auf der Bernau kommen, triumphieren, da ist das natürlich eine Bombenstimmung. Ja, wir haben natürlich auch heute, auch noch speziell zu erwähnen, einen Ehrengast hier auf der Bernau, der Paddy Müller. Absolut, extra aus Deutschland angereist, aus Hamburg. Wer ihn nicht Legionär, der sonst beim Club an der Alster spielt in Hamburg, in der ersten Bundesliga, natürlich auf absolutem Top-Niveau. Auch er ist angereist für sich, das Spektakel auf der Bernau anzuschauen. Es freut uns zwei natürlich speziell, mehr als alte Werkgefährten. Ja, es ist schön, wie man die Schöffli wieder zurück auf Bern holt. Er ist jetzt mittlerweile doch schon 4 Jahre in Hamburg. Und ich habe vorher ein kurzes Hinterraum mit ihm führen und ihn zieht es natürlich schon auch zurück auf Ettingen. Also er merkt auch, wenn er da auf der Tribüne in der Bernau steht, das ist wie sein Heimatort, oder? Das ist absolut so. Der fiebert da mit. Jetzt können sie leider die Heine mitverfolgen, aber der beißt fast ins Geländer rein, wenn sie die Chancen nicht machen. Ja, sein Herz schlägt natürlich für Rotes Wettig, das ist klar. Und wir kommen jetzt zu einer weiteren kurzen Ecke. Ja, und jetzt Chance für Rotes Wettig. Kurz 12 Minuten vor Spielende. Da der Führungstreffer zum 3:2 zu schiessen. Und ich bin sehr gespannt, welche Variante das Herr 1 wählt. So, jetzt sind wir gespannt auf die kurze Ecke. Der Nicola Steffen. Ich sehe gerade Eckenschlänzer Nummer 1, Benny Messerli ist wiederum nicht auf dem Platz. Aber mit dem Nicola Steffen natürlich ein absoluter Ersatz auf dem Platz. Allenfalls hat die Abgabe auf den Jan Hödli auf der rechten Seite oder ein Stecher. Oh, der Nicola Steffen probiert das alleine, ist aber meines Erachtens auch nervös gekommen. Kein optimaler Schlenz. Ja, es hat fast so ausgesehen, als würde der Stecher eigentlich relativ gut gehen. Rot-Weiss bereits wieder im Schusskreis. Schusskreis-Training, jetzt muss man natürlich probieren, den Druck hochzuhalten.
Sie bringt den Ball auch immer wieder in den Schusskreis rein. Aber Servet kann sich da mit der Einzelleistung gut befreien. Oh, da ist natürlich ein harter Pfiff. Sensationell abgefangen von Silvan Steimer. So, die letzten 10 Minuten von dem Spiel brechen da. Guter Move von Marco Michel. Ein anderer Move, leider da kann er nicht verwertet werden von Sinon Steimer. Ist ein total gefährlicher Ballverlust im Mittelfeld. Aber Servet kann da keinen Profit rausschlagen. Durchschnaufen, aufstellen, neuen Angriff starten von Seite Rot-Weiss. So, Rot-Weiss ist dran. Verlieren mit 2 Goal Unterschied in 1 und unentschieden 2. Und der Raffi Steffen, er spielt durch heute. Natürlich ein wichtiger Stütz. Verteilt die Ball wirklich auch sauber. Und das gibt die nächste kurze Ecke. Silvan Steimer unwiderstehlich mit seinem Antritt. Sensationell durchgetankt. Ja, er ist natürlich ein Gambler im wahrsten Sinne des Wortes. Er weiß, wenn zuschlagen. Absolut. Und er ist natürlich ein Antritt. Da sucht man sondergleichen. Nein, das ist absolut sein Ding. Kurzer Antritt. Den Gegner einen Meter abnehmen und dann natürlich technisch auch absolut genug versiert, um das zu verarbeiten, um etwas rauszuholen. Das Goal, eine Ecke, was auch immer. Aber eine Ecke ist in so einer Situation absolut ausreichend. Ja, es nimmt mich jetzt wunder, was Rot-Weiss für eine Variante wählt. Jetzt sehen wir auch, der Messerli ist auf dem Spiel. Der Benjamin Messerli Spiel. Ist auf dem on the Pitch. Unsere Vermutungen gehen aus Schützensicht auf links runter. Er geht aber rechts rauf. Er wäre aber gut platziert gewesen, muss man sagen. Der Ball wird noch abgewehrt vom Servetien. Abwehrspieler. Aus meiner Optik heraus wäre der Ball relativ gut geschossen gewesen. Absolut. Und natürlich auch vom Schütz selber. Sogar wir haben es nicht erkannt, dass der rechts rauf geht. Ja, und da ein strenger Pfiff vom Schiedsrichter. Ja, und jetzt ist natürlich extrem wichtig. Das Spiel geht noch 6,5 Minuten.
Wer jetzt natürlich als Goal schiessen, der... Der ist natürlich in einer guten Position, absolut. Hat den Sieg auf der... sicheren Seite fast schon, kann man sagen. Gut, so und das Nummer 24 von sehr vorderen Karten, aber da muss man natürlich aufhören mit so Faxen da. Das ist hektisch, das ist sind Emotionen, die gehören zum Sport dazu. Ja, und jetzt wird Rot-Weiss nochmal antrieben von den eigenen Fans. Wir natürlich hoffen, dass der Sieg noch heimgefahren wird. Natürlich, wird. Ich meine, das erste Spiel am Heim jetzt vor den eigenen Leuten ist man natürlich mit einem 2-2 gerade gegen Servet-Genf, wo wir in der Meisterschaft schon können besiegen können. Da ist man natürlich mit einem 2-2 nicht zufrieden. Und da wird auch Rot-Weiss selber nicht zufrieden sein. Aber man sieht auch, Servet ist hier dran am Ausgleichstreffer und der wird in Extremnis verhindert von einem Defensivspieler von Rot-Weiss Wettingen. Ja, also auch Servet ist hier definitiv dran am Siegtreffer. Mein Herz war also fast schon in der Hose. Ich habe den Ball schon im Netz zappeln gesehen. Wirklich in letzter Extremnis hier nochmal abgewehrt. So, und jetzt der Gegenstoß wiederum über die Nummer 18 und über die Nummer 17 von Rot-Weiss, Sion Steimer, Nikola Steffen. Die probieren das Spiel nochmal gegen vorne zu peitschen. Die wollen natürlich. Die suchen den Siegestreffer. Das ist natürlich ein bitterer Ballverlust. 4 gegen 4 Situation. Absolut, und in die erste Angriffsreihe von der Servet die sind gespielt, das darf natürlich nicht passieren. Zum Glück gibt es da einen technischen Fehler von einem Servet die Stürmer. Man hat ja früher gesagt, da muss man ein Deckchen machen. Ja, wir zwei haben natürlich auch eine hervorragende Trainerausbildung genossen. Von Peter Fischbach und von Philipp Irle da. Wissen wir natürlich, was das Dächli machen heisst. Auch heutzutage natürlich noch ein Begriff in der Hockeywelt. Ja, ein Bestandteil. Und man sieht hier wieder ja, Nummer 10 von Servet humpelt raus. Da gibt es schon den ersten Schwächeanfall, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen Ball bekommt oder nicht. Oder ob es einfach sonst ein konditioneller Mangel ist. Ich kann es nicht beurteilen aus meiner Sicht. Wir wünschen ihm natürlich auf dem weiteren Verlauf dem Turnier alles Gute. Ja, aber Servet bleibt am Drücken da. Und die Zeit verstreicht und verstreicht. Und ich habe es vorher schon gesagt, jetzt wäre natürlich ein Goal, das jetzt fällt. Das wird höchstwahrscheinlich spielentscheidender Goal sein. Absolut. Und darum sind natürlich auch beide Mannschaften, ich wollte sagen, relativ zurückhaltend, aber Rot-Weiss druckt eigentlich und sucht. Spielt eher offensiv, habe ich das Gefühl. Sie zeigen sich so, ist natürlich eine absolute Variante. Man kann den Gegner natürlich auch einschüchtern, indem man in so einer Situation nochmal drauf druckt. Und vom Personal her ist das natürlich absolut. Nur wenn wir kommen mit dir.
So, jetzt Servet wieder im Angriff. Gefährlich im Kreis. Gut abgewehrt. Und der Speaker sagt, die letzten 2 Minuten an. Gut, 2 Minuten. Ein unnötiger Fehlpass, quasi ohne Druck. Ja, da sehen wir auch, da ist wieder der Argentinier von der Servetia am Ball. Der weiß natürlich, wie man schnell macht am Ball, der macht das Spiel schnell, der will sucht eine Ecke. Zum Glück, aus wettiger Sicht, findet er die nicht. Und jetzt läuft der Gegenstoß über Rotwies, über den linken Aussenflügel, über den Jan Höde. Ball wird hinten aufgelegt auf den Mario Keller. Und der probiert den direkten Ball aufs Goal zu suchen. Trifft den Fuß und das geht ein. Frischer am Gleis. Einschlag. Schiedsrichter pfeift ja zurück, 2 Ball im Spiel, müssen wir natürlich unterbrechen. Jetzt wäre es natürlich sensationell, wenn jetzt noch. Und die letzten Minuten ist angelaufen. Jetzt nochmal Zeit für einen Angriff von Rotwies Wettingen. Aber auch der Ball. Geht ins Out. Bitte natürlich, jetzt gibt es noch eins Druck machen, wenn man den Sieg noch will. Und wieder ein bitterer Ballverlust und somit endet die Partie. 2-2 Unentschieden, kann man jetzt so sagen. Das Spiel ist noch nicht abgepfiffen, aber in dem Moment ist es passiert. Abpfiffen. Ja, Rot-Weiss, Wettigen und Servet Genf trennen sich 2-2 unentschieden. Ich glaube, nach der ersten Halbzeit, wo wir 2-0 geführt haben, Rot-Weiss, Wettigen, muss man sagen, schade. Ja, kurz vor der Pause hat es noch den Anschlusstreffer gegeben, Genf, aber über die gesamte Spieldauer betrachtet kann Rot-Weiss natürlich mit dem Resultat nicht zufrieden sein. Wir sehen es auch in den Köpfen der Spieler. Sie sind natürlich enttäuscht, da muss man rauskommen. Ja, und von unserer Seite aus wäre es gewesen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Wir hoffen, Sie sind morgen wieder dabei. Wir sind's. Und den Damen in Bordeaux alles Gute. Wünschen wir weiterhin alles Gute. Schönen Abend miteinander. Bye.